Kommen wir nun zur ersten Paarung des heutigen Abends. Contender Benny Abdullajew. Es stellt sich ihm gegenüber der nächste Sparta-Contender. 19 Jahre jung, 1,80 Meter groß. Begrüßen Sie mit mir Oliver Plaszewski. Sparta Reality bedeutet zweite Runde neue Kampfpaarungen. Wir sehen den Beginn zwischen Benny Abdullajew in den hellen Hosen. Oh, der linke Schwinger sofort gesessen. Und Oliver muss zu Boden, muss sich einige Körpertreffer einfangen lassen. Doppeldeckung oben, das macht er gut. Geht erstmal aus der Gefahrenzone raus. Body Kick Richtung Leber. Schwere Treffer, massiv unter Beschuss. Oliver Plaszewski muss raus, muss selbst mal gegenkämpfen. Das ist enormer Druck. Jetzt muss er aufpassen, hier nicht komplett die Kontrolle zu verlieren. Wird auf den Boden gedrückt. Enormer Druck von Benny Abdullajew. Das war sehr, sehr hohes Tempo. Das waren nur Schläge innerhalb der ersten 30 Sekunden. Am Boden geht es weiter. Side Control für Danny. Das wäre eigentlich die Chance für den im BJJ versierten Oliver, hier so ein bisschen sein Ground Game rauszuholen. Die Schlagfrequenz ist erstmal vorüber. Und die beiden finden sich am Boden. Jetzt wird erstmal durchgeatmet. Die Aktionen bleiben erstmal aus. Die Chance für Oliver, sich ebenfalls von der Anfangssequenz zu erholen, wo er enorm einstecken musste. Der linken Schwinger zum Kopf. Körpertreffer, Bodykick. Aber er ist mir zu inaktiv. Oliver muss ein bisschen mehr machen. Hätte aus dieser Position vielleicht auch ein bisschen seine Aktion schöpfen können. Oliver klammert. Unterbindet somit die Aktivitäten seines Gegners. Das wird genau beobachtet von dem Ringrichter Nibil, der jetzt auffordert, die nächsten Aktionen zu landen. Das ist zu inaktiv. Möglich natürlich, dass ohne Aktionen der Ringrichter die Sache auch unterbricht und dann im Stehen weiterkämpfen lässt. Oliver drückt jetzt sein Knie dazwischen, versucht den Gegner auf Abstand zu halten. Keine Aktion von Danny während der ganzen Zeit am Boden, aber das war auch gar nicht nötig, denn Benny Abdullajew hat die Anfangsminute punktetechnisch. Ich bin gespannt, ob dies ebenfalls so furios beginnt wie in der ersten Runde. Frontkick ohne Effet. Inside Low Kick. Doppelter Inside Low Kick. Der Versuch zum Takedown abgewehrt. Inside Low Kick. Wieder die linke. Die scheint so ein bisschen die Hauptwaffe zu sein. Aber boxerisch muss Oliver mit diesen Wild Looping Hands von Danny noch zurechtkommen. Danny guckt immer auf das Standbein bzw. das vordergelegte Bein. Hat einige Inside Low Kicks angebracht. Und irgendwann werden auch die Beine ein bisschen schwer. Er ist zu inaktiv, lässt da zu viel zu, muss zurückschlagen, da kommt nicht viel. Wieder viele Schläge auf den Körper Richtung Leber.
Das hält man nicht ewig aus. Die Leber stark durchblutet. Wenn das einmal sitzt, hat man solche Schmerzen, dass man quasi nicht mehr weiterkämpfen kann. So, jetzt wird die Geschwindigkeit ein bisschen runtergedrosselt, die Aktionen genau dosiert. Left High Kick, quasi der Signature Move von Danny Abdullayev. Oh, der Inside Low Kick, der hat gesessen. Die Rechte im Kopf platziert. Das sind, wie zu sehen ist, nur MMA Gloves. Das heißt, da kommt ordentlich Druck dahinter, einige Pfund, anders wie bei Boxhandschuhen. Und die Schwellung unter dem rechten Auge von Oliver Plasewski wird größer. Das müssen wir im Auge behalten. Da guckt der Cutman außerhalb auch schon drauf zu. Oh, diese Low Kicks, immer auf Kniehöhe. Jetzt muss er das Bein schon wechseln, hat das rechte Bein vorne. Das heißt, die Wirkung kommt langsam durch. Kick zur Midsection, diesmal das Bein angehoben. Knie zum Körper, die rechte einmal, zweimal zum Körper. Die rechte jetzt, er antwortet, das ist zumindest da, er möchte. Links-Rechts-Kombination von Oliver. Die letzten 10 Sekunden und wir haben Nasenbluten bei Oliver. Die letzten 10 Sekunden, hier wird keine große Aktion mehr folgen. Das war das Ende der zweiten Runde. Dritte Runde. Low Kick von Oliver. Mit der linken hat er nicht so richtig ein patentes Mittel. Da muss er nach links ausweichen, entgegen der Schlaghand von Danny, was er nicht tut. Er bleibt mir da zu passiv stehen. Keine gute Fußarbeit, er muss nach links ausweichen, wie gesagt. Oh, rechter Schwinger. Inside Low Kick. Die hat Danny ein paar Mal gebracht. Man möchte Oliver quasi zurufen, dass er mehr machen muss. Es ist punktetechnisch gegen ihn. Muss erneut viele Kopftreffer einstecken. Ja, da muss er aufpassen. Der Kick beim Fallen ging fast in den Unterleib. Okay, die Kombination von Oliver sehr vorausschauend, Links-Rechts-Kombination. Box nicht variabel, auch hier wieder stehen geblieben, nicht nach links ausgewichen. Der Uppercut-Versuch, der linke Haken immer wieder in Richtung Ohr. Geht jetzt zum Boden, gibt aber das Zeichen, steh auf, ich möchte das nicht am Boden weiterführen. Das hat in der ersten Runde am Ende ebenfalls nichts gebracht. Kommt im Stehen auch definitiv besser zurecht. Ja, aber auch Danny muss durchatmen, also die Spritzigkeit aus der ersten Runde ist ebenfalls vorbei. Es kämpfen auf alle Fälle beide schon mit der Kondition, ja, das sieht man. Wir haben zwar nur 303 Minuten, aber das zehrt natürlich mächtig an der Kraft. Linker Jab zum Körper, zum Kopf, Aufwärtshaken, rechter. Und das ist zu viel für Nebil Sebai, der diese Sache unterbricht. In der dritten Runde, TKO.
Wir haben ein offizielles Ergebnis in diesem ersten Kampf. Aber erstmal, bevor wir damit losgehen, nochmal einen herzlichen Applaus, riesen Respekt an beide Kämpfer. Gewinner durch TKO in der dritten Runde, Denny Abdullayev. Ja, Oliver, zweiter Kampf. Wie schätzt du ihn ein? War ein sehr guter Gegner. War gute Erfahrung für mich. Habe mich wohler gefühlt als beim letzten Mal. Aber dieser Gegner war deutlich stärker als der letzte. Also war sehr gut für mich. Ich komme stärker zurück. Keine Ausreden, er war besser als ich. Wie traurig ist man jetzt darüber, dass man jetzt die Show verlassen muss? Ja, ich bin ein Mann. Das ist mir egal eigentlich. Ich bin zufrieden. Dann überlasse ich die letzten Worte noch dir. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen, dich bedanken? Ja, ich kann. Darf ich nehmen? Danke. Danke dir, ich danke euch. Ich danke Trizeps.at, ich danke Marcin Klonowski, mein Trainer. Er hat mich hierher gebracht. Pavel Kozlowski, Eri Prizreni, danke ich auch. Hat mir auch sehr viel geholfen im Training und alle anderen. Mein Bruder, Islam, James Carter, mein Bruder. Ist auch immer für mich da und hat mir immer geholfen. Ich danke an diese Möglichkeit, hier zu kämpfen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich komme stärker zurück und irgendwann mal werde ich alle zerstören, so wie ich es möchte. Ja, Dini, Gratulation zum Sieg. Wie dankbar warst du dir jetzt, diese zweite Chance zu bekommen? Sehr dankbar. Und ich freue mich auf jeden, der gegen mich als nächstes kämpfen will. Hast du einen Wunschgegner? Ja, ich möchte mit dem Kevin eine Rematch haben und jeder, der danach kommt, ist mir egal. Wie sehr motiviert das einen? Hast du jetzt das Preisgeld schon wieder im Kopf oder geht es nur ums Kämpfen? Ich habe das Preisgeld natürlich im Kopf und die Leute, die ich besiegen will, weil ich mich an die Spitze langsam aufarbeiten möchte. Die letzten Worte übergebe ich wieder dir. Möchtest du dich irgendwie bei jemandem bedanken oder jemanden grüßen? Ja, danke an das ganze Sparta-Team, dass sie mir diese Möglichkeit ermöglichen. Und danke, dass die Leute mich unterstützen und mir immer helfen. Dankeschön. Ja. Die Halbfinalisten stehen jetzt fest und kommen bei unserem Live-Event am 9. September in die nächste Runde, bei dem verschiedene Kulturen und Communities aufeinandertreffen und die Kämpfer dem Preisgeld von 10.000 Euro näher kommen. Also bleibt gespannt und wir sehen uns wieder, wenn es heißt: Das ist Sparta Reality.